Okay, schön. Gut, das hat super funktioniert. Ja. So, ich nehme jetzt aber mal das Kostüm wieder weg. So, dann kannst du jetzt wieder weiter basteln. Basteln? Ja, für die eine, für deine Arena. Hab ich doch schon, für die deine, schon fertig. Ach, das ist doch fertig. Na gut, dann suche ich jetzt unser suspicious looking Ajax. Und wir warten, bis es wieder Tag wird, oder? Wo ist der Mond? Keine Ahnung, weil das muss man ja nachts verwenden, oder? Ich habe eine Sternstippe eingesammelt. Da. Ja, eben. Wenn es nämlich jetzt wieder Tag wird. Ja, ich glaube, das hört sich so an. Wäre das so? Ja, das sieht so aus. Ja, doch, ist Hotel. Na, jetzt haben wir die ganze Zeit verplempert. Naja, da wissen wir aber jetzt gleich wenigstens, wer da einzieht. Oh, was ist das? Warum hast du so viel mehr Leben als ich? Was, warum? Du hast 400, ich habe 300. Oh. Ja, ich war halt mal, ich hatte halt echt Glück in einer meiner Welten, wo ich halt ein bisschen Zeug gefarmt habe, damit wir das nicht alles hier machen müssen. Ich habe auch voll Glück mit den Stiefeln gehabt, die ich habe. Ja, mit den Stiefeln, aber ich habe halt extrem viele Lebenskristalle gehabt. Und ich dachte, du wärst auch schon auf 400 Lebenspunkte. Mittlerweile. Ich habe noch keine gefunden. Ich habe gesucht, aber keine gefunden. Ja, da musst du nochmal nachgucken. Also dann später. Ja. Jetzt sag ich dich gerade, du machst das Haus kaputt. Natürlich. Was denn sonst? Oh. Gerade gebaut, gleich wieder kaputt machen. So, jetzt muss ich aber noch anderes Zeug wieder loswerden. Das nimmt alles immer es so viel Platz weg. Es regnet zu viel. Es regnet zu wenig, meinst du? Wieso zu wenig? Rein aus Prinzip. Jetzt sind keine Pinguine mehr da unten. Wie sind die rausgekommen? Ha. Was? Du hast mir Pilze gegeben? Was? Warum gibst du mir den ganzen Scheiß? Ich kann damit nichts anfangen. Ja, ich auch nicht. Wie? Ja, was will ich denn damit jetzt? Weiß ich nicht. Aber ich habe schon einen Dschungelgras-Samen gefunden. Yay. Damit, das kann man ja danach machen, mit dem Dschungel anpflanzen. Jetzt ist... ich würde es noch nicht so weit... Schau mal! Was bei... Ja? Bei du hast Besuch. Oh. Oh. Pinguine und Goldfisch, komm einfach mal rein, spaziert. Ja, gib mir einfach den ganzen Dreck. Ist okay. Ja. Ja, okay, dann ist das ja kein Problem. Mimimi. Wo sind denn jetzt unsere Sterne hin? Hier oben in der goldenen Kiste, glaube ich. Ah, tatsächlich. Danke. Bitte. So, komm, werd schneller. Wird das schon wieder dunkel? Nein, es ist gerade hell. Es war doch gerade erst dunkel. Es wird jetzt wieder hell. Schnell stapeln. Das ist dunkel. Und wie dunkel das ist. Aber das ist, glaube ich, nur durchs Wetter. Ja. Oder? Es kam aber gar keine Zombies. Ich bin verwirrt. Deswegen bin ich verwirrt. Pack die Topase mal zurück. Was tun? Wir können ja versuchen, es zu beschwören. Nein, nicht jetzt. Nicht, wenn es Tag ist. Das, da habe ich gelesen, da passiert was ganz Schlimmes. Ja. Da passiert was ganz Böses und dann sterben wir alle und dann ja. Wobei ich so oder so sterbe, also. Ja, wahrscheinlich ist das ja genauso wie beim King Slime. Verrecken beide und dann, ja. Dass ich zuerst raufgehe, obwohl ich 100 Lebenspunkte mehr habe. Dafür kann ich aber nichts. Ja, ich habe den halt voll unterschätzt. Aber nichtsdestotrotz gibt der halt extrem viel Schleim. Nö. So, wie viel Schleim haben wir eigentlich bekommen?
Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das wirklich viel. Und ganz gut Geld hat er gegeben. Aber wenn man den... Yay! Oh. So, jetzt habe ich leeres Inventar. Der Farbenhändler ist da. Ja, der passt doch so ein bisschen. Der sieht zumindest nicht ganz so... Goldfisch drin. Yay! Willst du dir gleich einen... Hatte. Oh, jetzt hab ich's wieder! Kann ich mir essen. Oder werfen. Oder essen. Dass ein Goldfisch so knauschen kann, das ist unglaublich. Na, was laberst du? Naja, der ist vorher noch frittiert worden. Mein Lieber, vor allem mein Lieber, ne? Was du trägst, ist viel zu eintönig. Sie müssen unbedingt eine Lektion entfärben, dass sie ihre müde Kleidung zu nehmen. Ja, ganz deiner Meinung. Was? Sie müssen unbedingt eine Lektion entfärben, sie ihre müde Kleidung zu nehmen. Genau. Meine Meinung. Die einzige Art von Holz, eins färben stören würde, ist Mahagoni. Färben anderer Holz ist so eine Verschwendung. Was? Er hat nur... Ich glaube, das soll... Der kann kein Deutsch. Also ich glaube, dass... Er meint, dass es sich nur lohnt, Mahagoniholz zu färben, weil anderes Holz halt anderes normales, langweiliges Holz ist. Aber guck mal, ich habe hier schon Ich hol mal die ganzen Sachen. Da kannst du dann Farben draus machen. Ach, das mach mal. Ja, doch, das mache ich jetzt. Ich habe jetzt Zeit. Ui. So, da ist wieder ein Goldfisch, der rumläuft. Wird er eigentlich zu Fischstäbchen, wenn er in die Eislandschaft geht? Nein. Der müsste ja vorher frittiert werden. Also muss der vorher in die Hölle. Martin Bones Banner. Ja. Drei goldene Schlüssel. Ja, die brauchen wir alle. Bloß nicht verkaufen. Drei Stück, boy. Nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Da, das Orangen Bloodroot. Haben wir noch was? Hier nicht, okay. Vampirpants, Vampirshirt, Vampirmask, okay. Du hast aber viel Zeug gefunden. Ich hab's ja gesagt. Eskimo-Zeugs. Ganz viele Truhen noch. Hier ist noch was. Was denn? Hier ist noch was an Farben. Hier, Rubine. Ich guck gerade, was wir noch so an Farben haben. Jede Menge Gelb, ein bisschen Blau. Ich habe Orange. Ich mache jetzt Orange. Und töte voll Goldfische. So, schau nun mal. Nein, das wollte ich nicht machen. Ach, interessant. Du hast eine Zinnuhr gecraftet oder bekommen? So, orange Farbe gemacht. Das sieht lustig aus. Schau mal, ich werde orange. Hui! Es sieht bescheuert aus. Ich will eher violett oder sowas. Haben wir aber nicht, gell? Blau habe ich. Wo ist es hinter? Blau sieht nicht schlecht aus, finde ich. Ja doch, das sieht gut aus. Boah, mach mal dein Totendings in Orange. Weiß nicht, ob das Probier es mal aus. Ich will sehen, wie es aussieht. Hey, ich mach's gerade gelb. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Sieht jetzt aus wie Pest, ey. Ups. Wo ist die Tür hin? Oh, hat schon wieder jemand die Tür kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Kann ich Türen mit dem Schwert kaputt machen, oder was? Ich will's nicht ausprobieren. Ich probier's bei dir aus. Ey, wo ist... Ich hab sie nicht kaputt gemacht. Ich kann das gar nicht. Ich hab... Guck, geht nicht. Du hast ja auch nicht im Inventar. Nee.
Weil wenn ich sie kaputt gemacht hätte, wäre sie ja im Inventar. Aber da ist sie nicht. Wo ist die Tür hin, verdammt? Wir haben einen das Türfresser. Das ist scheiße. Wir haben einen Türfresser hier irgendwo. Hä? Das ist merkwürdig. Was mache ich denn? Ich schaue mir das in der Aufnahme nochmal an und schreibe es dann. Ich mach doch gar nichts, ich bin verliebt. Ich sehe aus wie Lugia. Ja, warum gehst du eigentlich so einen weiten Weg? So, den Farbstoff tue ich jetzt aber mal irgendwo hinpacken. Schon wieder? Wie kam jetzt der Goldfisch rein? Hast du auch rote Farbe? Ich glaube nicht. Verdammt. Weil man kann aus den Farben sehr coole Kombinationen machen. Echt? Mhm. Wie geht das? Das muss man halt craften. Das Einzige, was mich echt stört, ist, dass man die Farben nicht stacken kann. Stacken? Das heißt, ich habe jetzt 8-mal gelbe Farbe hier. Ja, das ist ein bisschen nervig. Jeweils einen Platz wegnehmen. Ich brauche eine ganze Truhe dafür. Nur für Kackfarben. Das ist ein bisschen Kackfarben. Kackfarben haben wir noch nicht. Kannst ja mal gucken, ob wir was finden. Orange ist immer da. Bright Orange. Ich habe da zum Beispiel noch Green Flame oder sowas. Yellow Gradient. Hast du zweimal gelb und einmal... Ah, nee, hast du einmal gelb und einmal Lime? Lime. Nee, Lime habe ich nicht. Ich habe aber jede Menge Gelb. Flame Dye. Dye. Hui. Ich will aber schwarz. Ja, für schwarz brauchen wir, aber weiß ich nicht, was wir da brauchen. So. Dann haben wir jetzt auch eine goldene Truhe beim Farbenhändler. Für Farben. Können wir bei ihm mal nicht rot einkaufen? Schau mal. Nee, er hat nur Silber. Oh, ich will Silber. Geschäft. Ah, ich hab... Hast du noch einen Dreckblock? Nee. Ich hab doch gar kein Gold. Aber ich könnte einmal auch... Dreck, 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 Dreck. Geschäft. Wo ist unser Dreck hin? Ich muss mal mein Gold holen. So. So, holen wir mal mein Gold. Weil dann nehme ich jetzt so Orange und Silber. Jetzt schon wieder ein Goldfisch im Haus. Da hat auch noch Goldfische. Oh, ich mach Bright Orange. Hatten wir nicht auch hier schon den Goblin Tinkerer freigeschaltet? Ich glaube schon. Oder war das in der alten Welt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Vielleicht findet man den auch erst später. Bright Orange, wie schaut das aus? Okay, also mit der Zinnuhr können wir nicht viel machen. Das ist doof. Ich finde es orange hässlich. Du hast so viel Gelb. Ja, ich habe die ganzen Marigolds umgewandelt, die wir gehabt haben. Aber es wird wieder dunkel. Ich würde sagen, wir stellen uns dann gleich schon mal über hin. Ja, ich tue mal die ganzen Goldfische irgendwie weg. Ja, sonst heilst du dich mit denen. Warte, ich pack die mal da rein. Du hast gerade einen Goldfisch gefuttert? Nee. Ich eigentlich nicht rein, das wollte ich eigentlich in die Truhe, ne? Warte, dann werfe ich sie zu. Nein, du bist in die Truhe. Hallo, Edwin. Bright Orange hast du schon gemacht. Einfach zum gucken, wie es ausschaut, aber es schaut schrecklich aus. Ja, so wirklich stark färben tun die Dinger nicht. Aber ich finde es bei Blau schön irgendwie. Das wirkt so wunderbar schön. So wunderbar. Wunderbar. So, da schau hier. Kann man dann die ganze Zeit ausweichen, wenn man mag. Warum habe ich jetzt schon wieder Bumerang ausgerüstet? Und hier dann.
Wenn es dann da oben ist, dann kann man runter. Dann schnell wegrennen. Oh, okay. Gut. Solange, wenn du damit zufrieden bist, ist das ja okay. Und wir haben ganz viele Fackeln hier. Also, wir sehen was. Das ist nämlich die Hauptsache im Dunkeln. Es wird dunkel. Yay! Ups. Wir nehmen echt erst seit einer halben Stunde auf. Na, ist doch gut. Haben wir länger was ja von. Was machst du da? Warte. Okay, Feinschliff oder so. Was war da, ein Zombie? Nee, ein Schleim. Ein Schleim? Ein Schleim. Schleimi, Steini. Du stürzt. Upsala. Der ist ja jetzt schon tot. Ich rüste aber am Anfang meinen Zauberstab aus, ne? Ja, ja, mach ich auch. Weil der halt echt Schaden macht und mehrfach treffen kann. Und weil der durch die kleinen Augen, die da durchkommen, die da das Auge ausspuckt, durchkommt. Ja, ich habe bereits schon gegen das Auge mal gekämpft und jämmerlich verloren. Singleplayer-Welt, ne? Ja. Aber ich war auch total verwirrt. Ich kam aber bis zur zweiten Form. Also die Hälfte habe ich abgezogen. Und dann bin ich verreckt. Und dann wurde es auch schon Tag. Ach, ist es nicht Nacht genug, oder was? Ah, jetzt kommen wir mal langsam die Sterne. Oh, das sind das Schneeflocken. Wo siehst du da Sterne? Ich sehe gar keine Sterne. Hinten im Hintergrund? Sehe ich keine, ich sehe nur Wald. Ah, jetzt wenn ich nach oben springe, sehe ich Sterne. Okay. Ich habe halt einen viel kleineren Bildschirm hier, oder Fenster, kleineres Fenster als du. Da ist ein Schleim. Oh, oh nein! Jetzt hast du dich aber erschrocken. Wo? Da ist es. Ey, komm doch her, blödes Auge. Upsala. Oh yeah. Oh, viel Schaden macht's mir aber nicht. Wenn es dir nicht viel Schaden macht, dann macht's mir noch viel weniger. Nur drei? What the fuck? Warum habe ich Fackeln? Hast eine Fackel aufgehoben. Ich wollte ja aber meinen Zauberstab. Da ist es. Ja, wir sind eigentlich sogar schon ein bisschen zu overequipped. Aber egal. Tötet es! Gleich kommt die hässliche Form. Das ist so widerlich. Ja. Oh, warum greift es nicht als erstes an? War ja klar, ne? Jetzt macht es immerhin schon 7 Schaden. Nö, bei mir macht's 4. Boah. Jetzt ist es tot, gleich. Wir haben es gleich. Yay! Yay! Du schnappst dir natürlich alles. Ich kann dir auch alles noch geben. Was habe ich denn jetzt bekommen? Dämoniterz. 58 Stück. Unheiliger Pfeil. Das ist nicht so viel. Verderbte Saat. Aha. Und ansonsten, glaube nichts. Okay, gut. Aber das packe ich ja eh in Truhen, also haben wir beide was davon. Ja, ich war nur schneller. Du hast halt die ganzen Herzen und so zum Beispiel aufgehoben, aber das ist nicht egal. Ich hatte immer noch 350 ich Lebenspunkte. Hatte die ganze Zeit 290 über, so in dem Dreh rum. Total übel. Ja, gut, das ging ja nicht. Das war nicht mal eine Minute. Also, okay. Ich glaube, ich werde es später mal im Singleplayer-Dings auch versuchen. Aber erst später. Gut, und jetzt? Das wollten wir jetzt machen. Wir haben ja eigentlich gesagt, wenn der Kampf sehr gut läuft, dann wollen wir es nochmals versuchen. Jo, da müssen wir aber erstmal in die Verderbnis. Jo, das klingelt. Yay. Meine Mama ist vom Einkaufen zurück. Hui. Also müssen wir jetzt erstmal wieder machen, ne? Das Auge-Dings da. Ach, scheiße, wir haben den Demolition ist noch nicht, gell? Okay, das heißt, wir müssen dann eventuell weiter anbauen. Ich gehe jetzt aber erstmal kurz das ganze Erz ablegen. In welcher Kiste hatten wir das andere Dämonit-Erz? Ja, mach das. Weiß ich nicht, ob doch, wir überhaupt noch Dämonit-Erz. Hatten noch was. 3 Stück oder so. Dann musst du gucken, das weiß ich gerade nicht. Ich schau mal. Kann sein, dass das unten in der Goldtruhe drin war. Ich schau mal hier oben. Ich glaube, es war hier oben. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, okay, hier ist es nicht. Ja.
Schnell stapeln. Nope. Hier ist es auch nicht. Hier war's, oder? Nee, doch nicht. Okay. Hier war was anderes. Was war das? Achso, Sterne. Okay. Ja, jetzt hier drin war's. In der Meerestruhe. Ah, okay.